Hey Leute, es ist Wazy Time. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Celine. Ich bin Salome. Und ich bin hochmotiviert. Ich bin auch sehr hochmotiviert. Warum sind wir denn hochmotiviert? Wir spielen endlich das einzig wahre von allen geliebten Genshin Impact. Wir sind absolute Neulinge und dachten, wir nehmen euch auf diese Reise mit. Wenn wir es mal auf den Punkt bringen, ist es wie ein Breath of the Wild für Leute, die sich keine Switch und keinen 60€ Breath of the Wild kaufen wollen. Um uns jetzt vom Gegenteil zu überzeugen, haben wir jetzt völlig ambitioniert dieses Spiel gedownloadet. Und wir müssen auch nur 2 Stunden warten, bis alles runtergeladen ist. Ja. Dann würde ich sagen, Spiel starten. Würde ich auch sagen, Spiel starten. Das Spiel ist weg. Ja, ja. Da ist es. Wie geil die Musik da immer weiterläuft. Ich höre gar nichts. Hä? Geht's meinem Genshin gut? Wo ist denn der Ton? Das ist ja korrupt jetzt. Some files missing. Return to login screen to repair. Was macht der denn jetzt? Der ist ein bisschen ein Otto geworden. Hey Leute, es ist immer noch Wazy Time. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich bin Celine. Ich bin Salome. Und heute haben wir was ganz Neues für euch. Hat alles geklappt bis hierhin reibungslos. Hat keine 2 Stunden zum Runterladen gedauert. Wir haben nicht unsere Passwörter vergessen. Es ist alles first time. Sozusagen jungfräulich. Drücken wir jetzt auf Start Game? Drücken wir jetzt auf Start Game. Alles klar. Ich habe immer noch keine Musik. Ich versuche gerade in die Optionen zu kommen, aber es geht nicht. Das ist totaler Schwachsinn. Hey Leute, es ist Wazy Time. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Das ist nicht das erste Mal, dass sie das heute sagen. Ich bin Celine. Ich bin Salome. Und heute haben wir was ganz Besonderes und Neues für euch. Wir spielen Genshin Impact. Yes, weil wir so große Fans dieses Spiels sind, wie wir auf der Doku festgestellt haben. Wir sind einfach so neugierig. Naja, wir wollen uns jetzt vom Gegenteil überzeugen lassen, weil man kann ja keine großen Töne spucken, wenn man selbst noch gar nicht gespielt hat. Ach, ich hab's ja schon mal. Das ist auch für mich voll das erste Mal. Das ist das erste Mal für uns beide. Bevor wir loslegen, sei ganz kurz gesagt, wir nehmen das Ganze jetzt im Zeitraffer auf, bis wir so Stufe 15 sind, damit wir ab da dann zusammen auf Reisen gehen können. Ja, genau. Und ab da geht's dann richtig los. Wir werden euch aber natürlich wichtige Story-Elemente nicht vorenthalten. Das heißt, Cutscenes und alles, was relevant ist, kriegt ihr trotzdem zu sehen. Ja, genau. Das ist eigentlich das Wichtigste zu wissen, weil das Spiel macht halt Spaß, wenn man es zusammen spielen kann. Und jetzt müssen wir mal kurz durchwaschen. Fail to download resource files or network error. Was ist denn jetzt passiert? Ich bin aus dem Spiel geflogen. Also bei mir werden gerade die Daten heruntergeladen. Jetzt hat er wieder Network-Error. Ja, ich glaube, das kriegt er noch ein bisschen öfter. Egal, ich logge mich immer wieder ein. Kein Problem. Ich bin froh, dass alles reibungslos funktioniert. Ich bin jetzt schon begeistert von dem Spiel. Ich habe keine Musik, der crasht die ganze Zeit. Top. Oh, ist das gerade anstrengend. Das ist so ätzend. Also der muss danach noch was downloaden, ne? Ich freue mich. Das ist das beste Spiel der Welt und ich danke den Chinesen für ihre Erstellung. Der ist jetzt bei 100% und der downloadet irgendwie nicht. Also da kommt jetzt nur die Error-Message und der macht nicht weiter. Wieso geht das denn nicht?